Yo Leute, was geht? Willkommen zur 19. Folge von Jedi Survivor. Wir sind im Jedi-Tempel angekommen. Und ich würde mal den Hebel umlegen. Und diese andere Brücke hier hochfahren lassen. Ich weiß immer noch nicht, aus was der Grund besteht. Diese Matschepampe. Oh, ein Echo. Das ist natürlich immer schön, wenn wir hier sind. Sie glauben also, dass etwas hinter dem Abyss ist? Richtig. Ein Planet. Nun, hoffentlich ist er den Aufwand wert. Oha. Können wir den Lift irgendwie holen? Ah, der Lift aktiviert sich automatisch. Jetzt sind wir einfach auf der anderen Seite. Was bringt das so? Ah, wir sind nicht auf der anderen Seite, wir sind hier. Der Arm ist kaputt. Woher bekommen wir dann diese Kugel? Das werden wir herausfinden müssen. Aber dann würde ich erstmal sagen, lass mal zurückgehen. Können wir die Kugel von da besetzen? Können wir die hier einfach annehmen? Ne, können wir nicht. Okay, dann lass mal die andere Brücke hochfahren und schauen, wo die uns hinführt. Den Scheiß an, Digga. Ah, hier ist eine weitere Kugel. Das machen wir dann so. Und wir schießen die einfach mal da nach hinten. Mehr oder weniger, würde ich mal sagen. Komm, schieß einfach dahin. Ah. Das war knapp. Hä? Okay, ich muss. Muss ich den ganzen Weg zurücktragen? Nein, oder? Nee, das geht gar nicht. Wie wollen wir das machen? Ich würde dann erst einmal den hier rüberschieben. Hallo? Ah, ziehen wir. Hier geht's auch noch lang. Ich dachte, das wäre Sackgasse, aber. Hier kann man sich durchquetschen. Ah, okay. Hier sind wir. Oder hä? Bin ich lost? Nein, von hier sind wir nicht gekommen. Hä? Oder doch? Ich bin mies verunsichert, aber ja, von hier sind wir gekommen. Okay. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir? Dann lass das mal probieren, ob wir das schaffen. Okay, scheint nicht zu gehen. Können wir das irgendwie... Sollen wir das da hochwerfen? Nein. Wieder mal sehr tragisch natürlich mit meiner Dummheit. Das passiert wohl. Zwar sehr häufig. Zieh den Hebel bitte. Lass mal hier gucken. Wir müssen eh bestimmt die Plattform runterfahren. Lass mal die Plattform runterfahren. Dankeschön. Lass mal hier hochgehen, bitte wieder. Ich möchte kurz gucken. Dankeschön. Was können wir hier denn dann machen? Wir können mal das Echo nehmen. Vielleicht gibt es uns ja einen Hinweis. Santari Cree hat noch nie vor einer Herausforderung zurückgeschreckt. Nein. Und bei dieser speziellen Aufgabe scheint sie besonders engagiert zu sein. Was sind denn ihre kranken Ziele anscheinend? Hm.
Wie können wir das hierher transportieren? Wie können wir das hierher transportieren, ohne das verschleppen zu müssen? Also ich würde, wir machen jetzt mal einen Plan. Wir aktivieren die Brücke. Schieben das dann rüber. Also wir schieben das hier erstmal rüber. Und dann schicken wir den da, packen wir einfach mal da rein. Dann despawnt der nicht und wir können den mal weiter benutzen sozusagen. Kann ich an diese Wände eigentlich klettern? Nein, kann ich nicht. So, lass hier mal langlaufen. Wir können nicht springen oder sonst irgendwas machen. So, dann ist der hier drin. Aktivier den hier. Und dann haben wir das auch schon. Das ist natürlich stark. Gut, dass wir die Plattform wieder aktiviert haben, dass sie unten ist. Damit wir hier jetzt nicht gestrandet sind und den Weg nochmal laufen müssen. Dankeschön. Schwuppdiwupp natürlich, meine Herren. Okay, die Brücke ist kaputt einfach. Und werden wir das nicht probieren, dann machen wir den einfach auf die andere Brücke. Ja, kein Problem, Digga, kein Problem. Die Brücke funktioniert hoffentlich. Ja, die Brücke funktioniert, das ist ja schön. Da können wir einfach... Ne, ich weiß nicht, ob wir da rüberspringen können. Okay. Könnten wir den einfach von hier klauen? Das ist ja... Ja, wir können einfach von hier klauen, das ist ja schön. Packen den da rein. Wir können zu dem Echo gehen, uns das Echo holen, danach gehen wir links lang zu der kaputten Brücke, das anschauen. Eine Sackgasse? Was soll denn das? Okay. Nein, ich kann das lösen. Okay, also der Spacko war auch hier, aber ohne ein Echo. Natürlich tragisch, dass so ein Losty hier ist. Jetzt sind wir hier oben. Da lang geht's, sonst gibt es keinen direkten anderen Weg. Lass mal den Weg nehmen, einfach. Unsere Fußabdrücke bleiben sogar da drauf für eine kurze Zeit, das ist natürlich sehr cool. Mein Padawan ist ungeduldig. Waren wir das einst nicht alle? Die Frage ist, wie er es überwindet. Ich glaube nicht, dass er es überwindet. Eventuell kehrt er der Macht den Rücken zu. Ich konnte irgendwas scannen. Aber hier. Ah ja. Höhlenmalereien eigentlich. Das ist ja krass. Genau, warum ich eigentlich gesagt habe. Ich meinte einfach. Okay. Ob sie wohl mehr darüber weiß? Mein Datendisk, aber das juckt nicht. Hier soll ich dann runterspringen? Oder was ist der Plan? Also wahrscheinlich schon, dass wir dann runtergehen und dann klauen wir die andere Kugel? Oder wie ist das gedacht? Können wir hier rein eigentlich? Zumindest nicht von hier. Ah, doch, wir können hier rein. Dann komm, lass mal hier reingehen. Wir können hier nicht rein. Was ist das denn für ein Fake? Okay, dann lass mal den Weg gehen. Wir klauen die Kugel hier. Und werfen die mal darüber. Dankeschön für die Brücke. Was ist das hier? Ah, okay, das ist der Hebel. Oh, das ist genau wie im anderen Jedi-Tempel. Immer schön, wie BD1 sich auch zu uns setzt. Ob er diese Machtessenz eigentlich auch sieht? Wahrscheinlich nicht. Geschicklichkeit? Das ist natürlich sehr stark. Geschicklichkeit ist echt stark. Das werde ich dann definitiv mal... Oh. Definitiv mal aufwenden.
Kann ich die Brücke einfach so aktivieren? Ja! Das ist natürlich stark, lass mal hier rüberlaufen. Ist das das Ende jetzt schon dann? Bin mir nicht sicher, ob wir hier auch wieder zurückkehren. Deswegen möchte ich jetzt... Achso, ja, das ist einfach der Weg zurück. Aber da gibt es noch so viele Sachen, die ich nicht gegönnert habe. Was mich schmerzt tatsächlich. Also, das da... Nicht allein. Können wir da so einfach hin? Ich bin mir echt unsicher. Klau das mal bitte. Mach das mal hier rein wieder. Weil von der Seite kommen wir nicht rein, oder? Vielleicht wenn jetzt das drin ist? Nein. Vielleicht wenn es nicht hier drin ist, kommen wir da rein. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Beziehung hat. Aber von der Seite kommen wir ja nicht rein, oder? Nein. Leider nicht. Was eigentlich mit der Brücke, die kaputt war? Wo ist die eigentlich? Also die hat wahrscheinlich nichts mit irgendwas zu tun. Aber natürlich trotzdem. So. Ja, das ist diese Brücke da drüben. Aber da drüben ist auch gar nichts. Da könnte man einen Wandsprung hoch machen. Aber ich weiß nicht. Ich will das jetzt nicht testen. Weil ich den ganzen Weg nicht zurücklaufen will. Ist das Tor jetzt eventuell offen? Nein, ist immer noch zu. Wie kann das sein? Bitte, ich möchte diese geheimen Ponchos haben. Das ist sehr tragisch. Sehr tragisch. Aber okay. Kann man hier überall Wandsprünge machen oder was ist das? Was sind diese Wände? Aber okay. Das kann man da nicht zerschlagen. Aber ja, okay. Kann man nichts machen, oder? Oder doch? Ich bin mir unsicher, ob wir jetzt schon gehen sollten, ob das echt schon alles war. Ja, da können wir nicht rein, aber... Hä, da kann man noch hin. Wo lang geht's? Hier rechts und einfach nochmal auf die entgegengesetzte Richtung. Da können wir landen. Also da möchte ich da auch landen. Da rein geht's. Da können wir also rein. Mal die Kugel bitte. Sprinte, Kerl, sprinte. Hier links geht's rein irgendwo. Habe ich das komplett übersehen? Nein, hier. Ah, okay, also das ist echt einfach nur... Ja, man kann hier Wandsprünge machen, aber hier geht's nirgendwo hin. Hier kann man nichts machen, oder? Ja, hier kann man nichts machen. Perfekt. Das war einfach... mies sinnlos, wenn ich das sagen darf. Aber das ist einfach der Shortcut. Ich wollte nicht sterben. Aber das ist einfach der Shortcut. Wird der Shortcut damit freigeschaltet? Ist das ein Shortcut? So ist zumindest kein Shortcut. Haha. Ah, okay. Ich weiß, wie der Shortcut auszusehen hat. Ja, wenn wir die Kugel... Die Kugel... Ah, da ist ja noch eine Kugel. Also ich weiß, wie wir es machen könnten. Aber juckt eigentlich nicht. Wir klettern hier einfach wieder hoch. Nicht hier. Irgendwo anders. Wir können nämlich einfach so machen. Ich habe vergessen. Es geht andersrum. So. So. Und dann könnten wir da einfach Wandsprung machen. So, wir haben es geschafft. First try einfach, das natürlich clean. Schön, okay. Also ist kein geheimer Weg leider. Sehr schade. War einfach nur eine nicht vorhandene oder nicht bedeutsame Abkürzung, die mich nicht
weiterbringt. Komm, wir klauen die Kugel und wir gehen dann mal zurück. Das hat noch. Lass mal rausgehen. Vielleicht können wir das irgendwann noch richtig benutzen. Wir haben das Geheimnis erkundet. Machtriss. Achso, ja, da waren wir halt überall schon. Okay. Dann lass mal den Weg zurückwählen. Da oben waren wir ja schon. Wir waren hier schon überall. Das ist natürlich sehr stark von mir. Dann lass mal weitergehen. Da ist ein Fettsack, aber er ist tot einfach. Da gibt's noch was, sogar ich sehe die Truhe schon. Oh. Den Fluss? Was ist das? Gut gemacht. Gallenschlundbecken. Ja, okay, damit können wir den wahrscheinlich abwerfen. Und er ist nicht tot, er schläft einfach. Wie der Fettsack, der er ist. Oh mein Gott. Die kleinen Hunde einfach. Aber ja. Gönn mal den Poncho bitte. Sorgsamkeit, Knauf. Okay. Hier ist auch sein Druide einfach. Das ist ja krank. Die Druiden sind echt überall. Da können wir einfach hoch. Oh komm, dann lass den noch besiegen. Okay. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht meine ganze Macht einfach verschwenden. Oh. Bringt das was? Warum macht das dem Schaden überhaupt? Lass mal den Stim gönnen. Okay, komm. Boah, was knockt der mich immer so? Gib mir einen BD. Kann ich hier nicht hoch? Doch, ich kann hier hoch. Let's go. Leute, kann ich den von hier besiegen? Wir warten kurz. Kann ich nämlich meine Sprungattacke aufladen? Ich glaube, dafür brauche ich auch Macht. Perfekt. Und da haben wir den auch schon fertig. Der bringt immer ziemlich viele Erfahrungspunkte. Das ist natürlich sehr schön. Ja, tatsächlich, da müssen wir hoch. Dann lass hier an der Wand entlang springen. Und jetzt sind wir hier oben und es hat auf einmal mies geleckt. Holy shit. Habt ihr aber wahrscheinlich auch gesehen. Und da ist dann unser Ziel. Keine Ahnung, was das ist. Es sieht nicht wirklich sicher aus. Machen die mir Schaden? Ich kann kaum atmen. Oha. Dann lass mal hier durchsprinten einfach, weil ich weiß auch nicht. Warum gibt's von diesen Motten so viele?
Warum sind die Motten so giftig einfach? Oha! Soll ich hier durchlaufen denn? Wir sollen drüber klettern wahrscheinlich. Aber ist natürlich nicht sehr stark. Drüber, wir können uns denken. Ich denke, sie weiß etwas darüber. Bibibubub. Genau, Digga, du sagst es. Zur Wand fallen lassen. Können wir hier einfach uns. Ja, okay, wir können ja. Ne, spring nach links bitte. Dankeschön, und oben sind wir. Wir konnten irgendwas scannen, aber. Oh, die können wir scannen. Die Substanz hat irgendwas mit der Anlage zu tun? Das ist eine Substanz? Kobo-Substanz. Was ist das? Wir können hier. Oh mein Gott. Mein Joystick hat sich auf einmal irgendwie gedreht. Aber hier wollten wir hoch. Das ist der Weg, gell? Das ist der Weg. Das ist also das Werk von Centauri Kree. Wenn der Rest von Sis Geschichte stimmt, müsste der Schlüssel nach Tenalor hier irgendwo sein. Das ist natürlich krank. Und hier sind einfach nur Tiere. Weit und breit. Ich sehe schon den ersten Poncho. Hier ist aber auch überall diese Materie. Und ich glaube, das werden wir dann in der nächsten Folge alles erkunden hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!